Vedanta Sara. Vedanta Sara heißt die Essenz, der Kern des Veda. Vedanta Sara ist der Kern, die Essenz von Vedanta. Anta heißt ja schon Ende, Veda des Wissens und Sara ist die Essenz. Vedanta Sara, also die Essenz von Vedanta. Das kannst du zum einen nehmen, als wenn du wissen, was ist Vedanta Sara, da könntest du sagen, Brahma Satyam Jagan Mitya Jivo Brahma Ivana Para, das ist Vedanta Sara, die Essenz des Veda. Brahma Satyam, Brahman allein ist wirklich. Jagan Mitya, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist unwirklich. Jivo Brahma Ivana Para, das Individuum ist nichts anderes als Brahman. So könnte man sagen, das ist Vedanta Sara. Vedanta Sara ist aber auch der Name eines konkreten Werkes, eines berühmten Vedanta-Meisters, Vedanta-Autors, Jnana-Yoga-Meisters. Und dieser heißt Yogindra Saraswati, oder eigentlich Sadananda Yogindra Saraswati. Sadananda ist ein eigentlicher Name, Yogindra ist der König der Yogis und Saraswati. Er stammt eben aus dem Saraswati-Zweig des Shankaracharya-Ordens, wie auch Swami Shivananda Saraswati. Also Vedanta Sara, eine der Werken, die es sich lohnt zu lernen über Vedanta. Mein Meister Swami Vishnudevananda hat gerne gesagt, folgende Schriften sollte ein ernsthafter Jnana-Yoga-Schüler, erst ein Vedanta-Interessent studieren. Zunächst mal Vivekachudamani von Shankaracharya, dann zweitens Yoga Vashishta von Vashishta, drittens dann Panchadashi von Vidyaranya und viertens Vedanta Sara von Sadananda Yogendra Saraswati.